Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Terminus. So wie es aussieht, wir schauen uns nämlich jetzt mal gerade die Voting-Ergebnisse an. Spielen wir auf der Karte Burgfight. Der Skype-Piran, der schreibt Jackal79, ich schreibe ihm mal einen fröhlichen Smiley zurück. Und ja, wir spielen die Karte Burgfight. Jetzt ist eigentlich ganz eindeutig 8 zu 2 die Stimmverhältnisse hier. Ach, da ist auch der Skype-Piran, ja. Schlagen wir ihn mal an als Zeichen, dass wir ihn anerkannt haben oder dass wir ihn gesehen haben. Sei gegrüßt, Skype-Piranha hier. Ja, ich nehme auf, das sage ich aber auch immer, ich spiele nur dann, wenn ich aufnehme. Das ist zu 99% der Fälle immer so. Und ja, ich würde einfach noch mal sagen, nachdem ich das jetzt geklärt habe hier, sehen wir auch im Chat, Burgfight wird gespielt. Und ja, in 10 Sekunden geht es dann auch schon los. Ich bin auf die Karte gespannt, ich habe sie ja selbst noch nicht gespielt. Es kam sonst immer nur The Houses, also praktisch die Standard-Map, die es auch schon in der Alpha- und in der Beta-Version von Terminus gab. Und jetzt gibt es anscheinend auch die Karte Burgfight. Sehr interessant. Und sind wir König oder sind wir auch Soldat? Weil irgendwie sind wir dort oben gespawnt, also könnten wir durchaus König sein. Wir können ja mal gucken, inwieweit wir uns bewegen können. Aha, hier kommen wir nicht raus. Wir sind König. Sieht man ja auch dran, dass wir einen Bogen haben. Hätte man eigentlich direkt am heiligen Bogen erkennen können. Finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool, die Karte, so vom Grunddesign her. Wir können ja mal irgendwie hier mal gucken, ob dass wir so eine schöne Sicht bekommen oder ob wir ein bisschen Ausblick bekommen. So sieht es natürlich super langweilig aus. Ich habe trotzdem mal einen Screenshot gemacht, ein bisschen Überblick von der Karte bekommen. Aber hier haben wir ja nur ein paar Marktstände, so ein paar mittelalterliche. Und hier oben natürlich den Burgrahmen oder die Mauer, besser gesagt. Eine Rahmen ist es ja nicht. Eine Mauer hier mit ein paar Aussichtstürmen und schönen Flaggen für das Team Blau, die Wächter. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, als König schön hier von den Burgmauern aus, hier auch immer gut dieser schöne Burggraben hier, um irgendwelche Feinde abzuhalten. Da sollte man vielleicht auch die Brücke hochziehen. Wäre ja natürlich cool, wenn es so ein Feature geben würde, dass man die Brücke hochziehen kann. Wäre ja mal richtig, richtig cool. Und das ist auch geil. Items sind rot, Items sind blau, ich kann nicht reimen. Kühlschrank. Sehr poetisch. Und das sieht doch mal richtig cool aus hier. Da sieht man doch mal, dass die Karte schon mal, ja, zwar einen ähnlichen Aufbau hatte diese Houses, also hier, also, na klar, Houses oder The Houses sieht ganz anders aus, aber hier haben wir eine Basis. Oh, und da sind rote Leute. Aha, da ist das Gefängnis. Das ist ja auch ziemlich cool. Man sperrt die Gegner in den Katakomben der eigenen Burg ein. Man hat sich richtig was dabei gedacht. Wie genial ist das denn? Und zwar haben wir hier, wie gesagt, so einen ähnlichen Aufbau wie bei The Houses. Eine Basis, noch eine Basis. Einen zentralen Weg rüber, beziehungsweise ja, oben halt den Weg bei The Houses und hier noch Schleichwege, da hinten an so einer Ruine vorbei oder hier von den Posten aus, kann man natürlich auch was machen. Also so vom Aufbau her, von der Grundstruktur, und wer soll übrigens an das Item da kommen, das schafft ja keiner, aber von der Grundstruktur her, wenn man ein bisschen abstrakter denkt, hat man hier eigentlich so ein gleiches Prinzip, ist natürlich auch der gleiche Spielmodus, ist natürlich immer noch Terminus. Na gut, und spannender wäre es natürlich, wenn wir jetzt hier auch noch durch den Weg gehen könnten. Oh, Item, irgendwo, hol's dir. Oh, der König der Oberrat hat auch keine Soldaten mehr. Vielleicht ist das Spiel gleich zu Ende. Es wäre nämlich auch cooler, wenn wir hier durchgehen könnten und eigenständig hier die Karte erkunden könnten, damit ich euch auch alles zeigen könnte, wie da hinten diese Lianen und dieser Fluss da, das sieht schon alles sehr interessant aus. Würde ich euch natürlich liebend gerne zeigen, aber dadurch, dass wir König geworden sind, geht das eher schlecht. Aber vielleicht kriegen wir dieses suboptimale Verhältnis aufgelöst, indem wir in den nächsten Runden dann, denke ich mal, auch, ja, egal ob Wächter oder Oberer, einfach ganz normal die Rolle als Fußsoldat einnehmen. Jetzt ist nämlich auch schon die Runde gewonnen. Wir können hier nochmal die Gefangenen einmal auslachen. Haha, ihr habt alle versagt. Nein, natürlich nicht. Die haben natürlich gut gespielt, nur es hat natürlich nicht gereicht, um zu gewinnen. Weil, logischerweise haben wir gewonnen. Ich würde sagen, dann gehen wir doch hier mal direkt wieder auf den GommaHD-Server drauf. Und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde wieder. Also, bis gleich. Da wären wir auch schon wieder. Natürlich leider diesmal wieder die Standmap zu Hause. Selbst wenn ich Skytropia jetzt wähle, macht eher weniger was aus. The Houses wird gespielt, vor allem, weil die Map jetzt auch schon gerade, ja, feststand. Und Camping-Chinken schreibt, hallo mein So Germany, da schreibe ich einmal kurz Hi zurück. Aber damit geht auch das Spiel und wir werden uns natürlich auf das Spiel konzentrieren. Und sind natürlich dann hier wieder Fußsoldat. Ich hätte mich wirklich richtig gefreut, wären wir, oh, ein Item, schön. Wären wir bei der Karte Burgfight, auch sehr schön, dieser denglische Name. Oh, ein Thor's Donner haben wir erhalten, coole Sache. Ja, wären wir da vielleicht Fußsoldat gewesen oder ganz normale Einheit. Fußsoldat hört sich immer so viel zu armeehaft an und so. Camping Chicken, du hast zwar gerade so nett Hallo geschrieben, aber ich müsste dich vernichten, weil du im Gegnerteam bist, wollte ich gerade sagen. So, aber erstmal werden natürlich auch seine Teamkameraden vernichtet, wobei ich gerade sagen muss, es leckt gerade ziemlich. Es leckt gerade sehr, muss ich sagen. Also irgendwie kommen die Schläge alle sehr verzögert an. So, ich mache mal Thor's Donner. Zack, da ist er auch schon weg. Da habe ich ihn niedergeschlagen. So, die kriegen hier auch noch ein paar Treffer ab.
Komm hier, Sky Angel HD, der wird hier vernichtet. Der eine Fußsoldat. Wow, das Camping Chicken wieder. Der wurde anscheinend schon freigelassen. Wenn ich natürlich in der Unterzahl bin, sollte ich vielleicht erstmal abhauen. Also, Camping Chicken, wartet, das können wir taktisch regeln. Camping Chicken, umdrehen und zack, da kommt der Treffer, der unerwartet kam. So, und dann laufen wir einmal um ihn rum. Taktische Verwirrung und zack, ist da weg, der Camping Chicken. Tut mir sehr leid, auch wenn du vielleicht ein aktiver Zuschauer bist. Es muss einfach so sein. Wenn man gegeneinander spielt, dann ist das natürlich so. Ist natürlich bei PvP-Modi in Minecraft so, dass man sich gegenseitig tötet. Auch wenn jetzt Doppelpunkt D geschnee. D-Doppelpunkt, ach, ich habe schon fast verwechselt. D-Doppelpunkt, auch wenn er jetzt ganz traurig war. Es tut mir leid, aber so ist nun mal das Spiel. So ist nun mal das Leben. Und ja, wenn man damit nicht umgehen kann, dann sollte man das Spiel nicht spielen. Ich glaube aber, mein Sohn Jeremy ist zu gut. Ja, das tut mir leid, aber so gut bin ich eigentlich gar nicht. Der macht auch gerade eine schöne Ablenkung, mein Teamkamerad, sodass ich den Sky Angel HD hier töten kann. So, dich kann ich getrost umbringen. So, komm her, zack. Da habe ich auch schon die seelenlose Klinge, das Steinschwert. Ich sollte mich nur hier schnell vor dem König verstecken. Und wenn ich den hier von hinten meuchle, oder den hier auf jeden Fall kaputt haue, weil ich so elegant um ihn herumlaufe und ein Steinschwert habe, dann ist der König auch schon freigelassen. Ja, wunderbar, da ist er auch schon frei. Und jetzt warte ich einfach auf die Verstärkung, auf die anderen Bodentruppen, die hier von unten heraufkommen. Und dann können wir den König auch schon vernichten. Ja, und ihr da oben, ne. Ihr, wow, 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 doch, die können doch was ausrichten. Ich wollte gerade sagen, ihr habt gar nichts zu sagen. Ich würde sagen, blaues Team, Angriff! Marschieren wir nach vorne und vernichten den gegnerischen König. Los! Zack, und da haben wir ihn vernichtet. Sauber gemacht, liebes Team der Wächter. Warum sind wir eigentlich immer Team Blau und Team der Wächter? Ich weiß es nicht. Sauber gemacht, Team der Wächter. Der König der Eroberer ist tot. Wir wurden gekickt und wir kriegen sogar ein Danke fürs Spielen hinterher. Finde ich nett. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hauen einfach noch eine Runde rein. Bis gleich. Die nächste Runde beginnt gleich in genau 20 Sekunden. Jetzt natürlich noch 19, aber nun gut, wir wollen ja nicht die Sekunden runterzählen. Ich wollte nur nochmal sagen, dass der liebe, wie hieß er nochmal, Camping Chicken, ne? Ja, genau, Camping Chicken. Ich wollte mich jetzt nicht versprechen. Der ist auch wieder dabei. Vielleicht haben wir ihn ja im Team. Wäre natürlich besser. Ich möchte ja nicht immer nur gegen euch spielen. Das wäre ja irgendwie, ja, das wäre irgendwie blöd, wenn ich immer nur euch hier ist er, da ist er. Ja, es wäre blöd. Ach, guck mal, jetzt haben wir ihn auch im Team und jetzt sind wir mal Team Rot. Ja, wunderbar. Es wäre blöd, wenn ich immer gegen euch spielen müsste. Ich möchte ja auch gerne mit euch spielen, mit den Zuschauern. Und ja, was ich nochmal sagen wollte, so gut bin ich eigentlich gar nicht. Man muss nur ein bisschen mit Köpfchen spielen, möchte ich mal meinen. Also man muss jetzt hier nicht irgendwie, ja, irgendwie der Mega-Profi-Spieler sein. Man muss nur ein bisschen überlegen, sprich, so wie jetzt, man geht mit drei Spielern auf ein, mag zwar für den einen oder anderen unfair erscheinen, aber das ist ja letzten Endes Taktik, weil in der Überzahl gewinnt man. So macht man es im Krieg ja auch letzten Endes nicht anders oder hat man letzten Endes auch nicht anders gemacht. Natürlich ist da auch nochmal die eine oder andere Sache, dass man hier um den Gegner einfach herumläuft. Dadurch ist der Gegner einfach taktisch, ja, in der Unterheit oder in der Unterzahl, in der Unterheit kann man gar nicht so sagen. Dadurch ist der Gegner einfach so psychisch gestört. Er ist einfach komplett ausgeschaltet, kann man sagen. Er ist lahmgelegt und ich will gerade wissen, wo der andere Blaue noch ist. Das würde mich mal brennend interessieren. Nee, aber was ich sagen wollte, ach, da ist er ja. Der Gegner ist einfach ein bisschen, ja, unterlegen, dadurch, dass man um ihn herumläuft und er damit nicht klarkommt, weil er damit ja auch gar nicht rechnet. Ich meine, wer rechnet auch damit, dass einer wie ein Verrückter um einen herumläuft? Aber gerade weil er halt damit nicht rechnet, kann man das zu seinem Vorteil nutzen und dementsprechend die Gegner auch, ja, einfach ganz leicht töten. Also deswegen, ja, ich habe es ja schon erwähnt, sollte man einfach ein bisschen mit Köpfchen spielen und, okay, es wurde einer freigelassen. Ich wollte schon sagen, wieso ist der König jetzt auf einmal weg? Hat er einfach das Spiel verlassen? Nee, da ist einer freigelassen worden. Aber wie gesagt, man muss einfach nur ein bisschen mit Köpfchen spielen, hier um den herumlaufen. Der macht's auch mit Köpfchen, er läuft zum König, was natürlich auch wesentlich klüger gewesen wäre, als jetzt hier irgendwie, ja, vor dem König wegzurennen. Weil normalerweise sollte man doch einfach zu seinem König hinrennen, der einem ja auch durchaus Schutz gebietet oder Schutz gewährt. Und nicht irgendwie, ja, hier in zwei Feinde rennen, so wie dieser Kollege hier, der jetzt natürlich dadurch büßen musste mit seinem Leben. Bezahlen musste er, bezahlen. Nee, auf jeden Fall sollte man da immer ein bisschen mit Köpfchen spielen. Und auch wenn man jetzt nicht der Profispieler ist und nicht so die Mega-Reaktion in PvP hat, wenn man ein bisschen mit Köpfchen spielt und ein bisschen überlegt hier und taktisch um den Gegner herumrennt, dann kann das auch schon was werden. Und dann kann man, komm, zack, gewinnen und den Sieg nach Hause holen. Nachdem meine Aufnahme abgeschmiert ist und ich nicht mehr zur Verabschiedung kam, werde ich das jetzt natürlich ganz schnell nachholen, beziehungsweise möchte ich euch natürlich auch noch verabschieden. Ich bedanke mich natürlich hier am Ende wie immer fürs Zusehen. Hoffe einfach mal, dass euch die drei Runden Terminus gefallen haben. Ich hatte jetzt einfach so viel Bock auf Terminus, dass ich auch drei Runden hier einfach mal gespielt habe. Und ja, hoffe wie gesagt, dass sie euch gefallen haben. Ich bedanke mich natürlich auch wie immer fürs Zusehen und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.